So, ich wollte mal schnell meinen Backflip zeigen für die liebe Michaela aus unserer Facebook-Gruppe. Da hatten wir ja den Gruppentausch noch in der alten Gruppe, jetzt sind wir in die neue Gruppe gewechselt und der sieht dann so aus. Den möchte ich jetzt schnell abfilmen, weil der mit ins Päckchen soll, was morgen auf Reise geht. Und ja, sie möchte ihren Adventskalender ja auch schnellstmöglich in der Hände haben. Und ich werde die Einzelteile da jetzt rausholen und zeige die dann. Fangen wir an mit dem Mützchen. Selbst gehäkelt mit einer kleinen Blume dran und hinten halt eine Holzklammer. Und ich benutze sehr gerne diese Bambusklammern vom, ich glaube Teddy. Der hat ja auch ziemlich oft in verschiedenen Größen, wie man jetzt gleich sehen kann. Hier eine, ebenfalls eine Klammer. Ein Lebkuchenmännchen mit Frohe Weihnachten und ein Cupcake hinten dran. Einmal die Klammer in groß und einmal gebe die Klammer in klein. Und ich finde die ganz toll. So. Dann sind da auch nochmal zwei von diesen Tütchen drin. Kann man ganz toll Sachen mit verschenken. Dann habe ich an den Seiten, links und rechts von der Tüte unten, diese beiden Schuhe festgeklammert, mit diesen blauen Klammern. Ja, auch alles selber gemacht. Dann haben wir da drin einmal einen Entspannungstee. Einen ganz einfachen, schlichten Tack. Zum selber aufmotzen eventuell. Dann gibt es diese Dolis, zwei Stück. Dann habe ich da diese Holzteile drin. Einen meiner Lieblingsbriefumschläge in Mini. Und den habe ich natürlich nicht zugeklebt, den kannst du dann weiter verbasteln. Und hier habe ich verschiedene Tacks drin. Verschiedene Formen und Größen. Und natürlich buntes Papier und unifarbenes Papier. So, machen wir da wieder rein. Dann ist da noch. Wo ist das Teil hin? Da war. Wartet. Komm raus. Das will nicht raus. Ich glaube, dem gefällt so gut in diesem Schiebefach. Dann gibt es einmal dieses Teil, habe ich mit der Fuse gemacht. Das kann man so drehen und dann mit viel Glück, wenn das so hält, dann fällt das gar nicht auf. So, da sind dann hier wie man sehen kann, da ist noch ein Herz drin. Hier so Weihnachtsteile sind hier drin. Zack rein da. Da hatte ich ein bisschen mit meiner Fuse gespielt. Das hat man mal Spielzeug. So, und vorne ist dann auch noch dieser Schüttelshaker drin mit, wie soll es anders sein, mein Lieblingsobjekt, Olaf. Zu Weihnachten kommt Olaf immer gut. Olaf ist einfach nur total niedlich. Dann gibt es einen Anhänger in Rund, eine Rosette zum Anhängen. Diesmal nicht am Stiel, sondern zum Anhängen. Das ist dann Draht und ja. Dann gibt es einen Tack in dieser Form, auch schön zum Anhängen. Dann habe ich dieses in eine Rosette in riesengroß gemacht, mit Frohe Weihnachten und das ist erhaben da drauf, diese Folie. Die werde ich auch nicht weiter dekorieren, kann sie dann selber machen, wenn sie möchte. Kann sie
alles Mögliche noch mit anstellen. Dann ist da drin am Stiel. Den Stiel selbst habe ich umwickelt. Kann man das sehen? Mit so einem Glitzerband habe ich den umwickelt. Und die Schneeflocke ist gehäkelt. Die hat so ein Silberband da drin. Und deswegen hat sie auch lauter überall so Silbersteine aufgeklebt bekommen. Und eine kleine Schleife. Dann gibt es noch dieses kleine Tütchen. Wo Silber ist, ist Gold nicht weit. Und da ist dann drin eine Klammer. Und in dieser Klammer habe ich ein Loch reingebohrt mit meinem Dremel. Und da habe ich dieses hier dran gehängt. Nein, es ist kein Engel. Es ist einfach nur so. Man kann es natürlich abmachen und man macht sich da was anderes dran. Aber ansonsten kann man es schön irgendwo dran klammern. Das packe ich da wieder rein und dann kann ich den Umschlag nämlich auch gleich zukleben. Den habe ich bis jetzt nämlich nicht zugeklebt, weil ich ja das noch zeigen wollte, gell? Zeigen ist erledigt, also kann man es zukleben. Ich mag diese Tütenform, die ist so schön, die kann man sich in sämtlichen Größen machen, ganz, ganz herrlich. So, ist zu. Dann ist da noch Wellness Beauty drin, auch in Silber gehalten. Das ist 2 in 1, Meersalzöl, Peeling und Bart mit fliegender Kakaobutter und Jojobaöl von Wellness und Beauty. Und zum Schluss habe ich da noch, war das jetzt zum Schluss? Ja, ne? Ja. Zum Schluss habe ich da noch Papiere reingetan, von jedem zwei, damit man mit dem Papier dann auch was anfangen kann. Weil wenn immer nur ein Blatt da drin ist, finde ich das ein bisschen doof. Um ehrlich zu sein. So, das war dann das Papier. Und die Tasche sieht leer so aus. Und von der Rückseite so. Und auf der Rückseite schreibe ich hier hinten natürlich noch drauf, von wem das ist, für wen das ist und zu welchem Anlass. Und dann wird das alles jetzt wieder schön zurückgeräumt. Und kann man so sehen, ja. Das wird dann jetzt alles gleich in den Karton gepackt. Und dann geht's auf die Reise.